Mein Flixbus, der fährt gleich. So, wir wurden gerade irgendwo in Spanien ausgesetzt, weil hier ist Buswechsel. Und die tun die ganzen Gepäck von den einen Bus in den anderen Bus rein. Und jetzt wartet man ungefähr eine Dreiviertelstunde, oder wie ich das verstanden habe, auf den nächsten Bus. Bruxelas, Gare do Midi, chamam Bruxelas. Endlich angekommen. So, ich bin ein paar Meter weiter gelaufen, weil ich habe die Schnauze voll von Bussen und ich wollte ein bisschen Ruhe haben. Und ich befinde mich vor dem Kölner Flughafen, weil hier vorne ist ein Vollfettflugzeug hinter mir. Und das war die schlimmste Busfahrt, die ich jemals hatte. Weil guck mal, die Busfahrt hat inklusive Verspätung ganze 36 Stunden gedauert. Und ich habe 50 Stunden nichts zu essen da gehabt. Also ich habe, ohne es gewollt zu haben, die ganzen letzten 50 Stunden zwanghaft gefastet. Weil guck mal, ich hatte nichts zu essen da gehabt. Meine letzte Mahlzeit war vor 50 Stunden. Da hat der Herr Goldmann zwei Stück Brote mit etwas Wurst zum Snacken gegeben, als wir da auf dieser Insel da verloren waren. Wegen der Überschwemmung. Also wie ihr es im letzten Video sehen könnt. Und genau. Aber meine letzte richtige warme Mahlzeit, die war noch weitere 24 Stunden davor. Das war davor der Tag. Da habe ich Döner mit Pommes gegessen. Genau, so ein Döner-Teller. Und ich habe richtig Bock zu fressen. Genau, erstens das. Und zweitens, ich hatte überhaupt gar kein Geld gehabt, um irgendwas zu essen zu kaufen. Weil ich habe bis auf die letzten 60 Cent, 61 Cent, genau, so viel habe ich auch im Portemonnaie drin, habe ich wirklich alles für die Reise ausgegeben, damit ich für euch viel geileren Content bringen kann. Weil jedes Mal in Deutschland rumzulaufen, das wird irgendwann eintönig. Und deswegen muss ich auch mal rausfahren. Und guck mal, wir haben heute den 21. Oktober. Genau, Freitag, den 21. Oktober. Also gut, das Video, das wird dann viel, viel später online kommen, weil ich viele andere Videos im Schnitt habe, die Vorrang haben. Aber genau, heute ist der 21. Oktober und zwischen den 21. und den 26. bekommt man als YouTuber YouTube-Gehalt. Und ich habe die ganze Busfahrt gehofft, dass ich heute mein Gehalt bekomme. Und heute ist auch noch so ein Scheiß-Freitag. Aber weil heute kein Gehalt gekommen ist, muss ich bis Montag wahrscheinlich warten. Oder noch vielleicht ein paar Tage, aber voraussichtlich bis Montag. Und das ärgert mich so richtig, das ist richtig widerlich und dreckig. Ich hätte richtig Bock drauf, so ein, mir jetzt sofort was zu kaufen, irgendwie was zu fressen. Weil hier 6 Minuten weiter ist ein Rewe. So, erstens das, also erstens Thema Essen war scheiße gewesen, weil ich nichts zu essen da hatte. Und die ganzen Gäste haben vor mir die ganze Zeit gefressen. Die haben sich immer so eine belegte Brote und irgendwas, so ein Schnitzelbrötchen oder so, worauf ich richtig Bock hätte, immer geholt. Und es gab ja alle paar Stunden mal eine Pause dazwischen. Und natürlich hat man genau dort pausiert, wo es teuer war. Wo ich für 60 Cent nicht mal ein Brötchen oder so holen konnte. Das war richtig scheiße gewesen. Oder obwohl, ich hatte doch etwas zu essen da gehabt. Und zwar Bockwürstchen, Nudeln und Gewürzketchup. Na gut, Nudeln, die könnte ich jetzt im Bus nicht kochen, aber die war ja im Gepäckfach eingeschlossen gewesen und ich konnte die gesamte Busfahrt da überhaupt nicht ran, weil sonst hätte ich die Bockwürstchen gegessen.
Weil die kann man ja auch natürlich roh essen. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall gleich kochen, wenn ich irgendwie so ein stilles Plätzchen gefunden habe. Damit ich mal die erste warme Mahlzeit nach so langer Zeit mal zu mir nehmen kann. Und was noch beschissen war, ich hatte 4 Flaschen Wasser dabei gehabt. Eine Flasche Wasser war gutes Wasser gewesen, also richtig trinkbares Wasser. Und die war auch in meinem Wagen mit in dem Gepäckfach eingeschlossen gewesen, sodass ich da auch nicht dran konnte. Aber die anderen 3 Flaschen Wasser, die ich in meinem Rucksack da hatte, also mit im Bus genommen habe, die habe ich in Portugal in der Busstation in so einen Wasserhahn entnommen gehabt. Also von so einer öffentlichen Toilette in so ein, von so einem Wasserhahn. Und das Wasser, das wäre so richtig scheiße gewesen. Das hat so richtig nach Chlor gestunken. Und jedes Mal, wenn ich notdürftig so einen kleinen Schluck davon genommen habe, weil ich einfach die ganze Zeit total durstig war, hatte ich jedes Mal so ein Drücken im Magen gehabt und so ein Durchfallgefühl gehabt. Und ich konnte die Toiletten immer nur alle paar Stunden benutzen. In so einer Gaststätte oder Restaurant oder wo wir gehalten haben. Weil die Flixbus-Toilette, die war so richtig voll gepisst gewesen. Und die hat so richtig gestunken. Und da gab es kein Toilettenpapier und auch kein Handpapier. Das Wasser hat überhaupt nicht funktioniert. Seife hat auch nicht funktioniert. Und wenn man die Toilette gespült hat, dann kam da kein Wasser raus, sondern so eine richtig durchfallfarbene braune Soße, die so richtig gestunken hat. Das war richtig widerlich gewesen, da musste ich manchmal würgen. Das war richtig ekelhaft. Und da konnten die Busfahrer weder Deutsch noch Englisch und selbst wenn ich irgendwie mit einem Google-Übersetzer irgendwie was gezeigt habe oder versucht habe, was zu erklären, dann haben sie es auch überhaupt nicht verstanden. Das ging gar nicht klar. Und die waren auch total laut gewesen. Man konnte überhaupt gar nicht pennen oder kaum. Also ich habe fast kein Auge zugedrückt. Ach so, und wisst ihr, was noch beschissen ist? Ich muss noch von Köln nach Bremen hinfahren, weil ich wohne ja in Bremen. Und mein Bus würde eigentlich in einer Stunde kommen. Aber dieser Bus ist voll, wie ich vorhin gesehen habe. Das heißt, ich komme heute nicht mehr nach Hause. Und ich hatte nach der nächsten Verbindung geschaut. Und ich muss bis morgen um 15 Uhr hier in Köln verweilen. Scheiße. Ich muss heute schon wieder nach einem Pennplatz suchen gehen. Schon wieder so ein Urban Survival oder wie das heißt. Ohne es gewollt zu haben. Das passiert mir irgendwie ständig. Genau, ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar diesen Rucksack hatte ich dabei gehabt, also mit im Bus genommen. Und das hier, das ist portugiesisches Wasser. Also von dieser Leitungswasser, was so richtig nach Chlor stinkt. Genau, das hier ist dieser Dings ab, aber hier vorne ist noch Pfand drauf. Genau. Ich habe mir überlegt, also das hier, das ist diese andere Flasche mit dem guten Wasser. Daraus habe ich jetzt gerade einen ganz guten Schluck genommen. Das muss auch echt sein. Und hier sind meine Bockwürstchen, die in meinem Wagen drin waren. Und mein Wagen, der stinkt auch noch und so weiter, weil es hat dann auch noch geregnet und sowas. Das ist alles vollkommen durchnässt. Und genau, ich werde diese 2 Wasserflaschen hier auskippen und diese dann gleich bei Rewe abgeben. Guck mal hier. Ich habe hier eine Pfandflasche gefunden. Die werde ich auskippen. Mitnehmen. Guck mal, ich habe hier so eine Dose gefunden. Die wird auch mitgenommen. So, ich habe Rewe gefunden und hier werde ich jetzt Pfand verkaufen gehen und was zu fressen holen. So, ich habe mir ein Apfeldreieck und 3 Brötchen geholt. Endlich, mein erstes Essen. Nach über 50 Stunden. Es wurde extrem Zeit. Das schmeckt. So, ich bin hier vor diesem Bahnhof und ich werde hier 2-3 Haltestellen fahren. Weil guck mal, der Herr Goldmann, der hat mir einen Spot genannt, wo er schon mal gepennt hat. Den werde ich gleich überprüfen. Und dort werde ich kochen und pennen. Ich bin jetzt gerade in Köln-Deutz angekommen und von hier aus sollte es ungefähr noch
knappe 2 Kilometer sein bis zu dieser Stelle, wo Herr Goldmann das empfiehlt, wo man pennen kann. guck mal hier. Ich habe hier schon wieder Pfand gefunden. Aber ich sammle nur die Leichten hier ein. Also diese Dosen und diese Flaschen hier. Diese Glasflaschen, da habe ich keinen Bock, das so rumzuschleppen. Oh Scheiße, ich habe mich hier irgendwie verlaufen. Ich muss den Weg schon wieder zurücklaufen und da hinten irgendwie abbiegen. Aber ich habe hier noch mehr Pfanddosen gefunden. Und diese hohe C-Flasche habe ich auch gefunden. So, ich bin fast angekommen. Und auf dem Weg hierher, da war die ganze Straße voller Jugendliche gewesen, die besoffen waren und so. Ich hatte mir schon Sorge gemacht, dass Herr Goldmann mich dorthin führt zum Pennen, wo überall betrunkene Jugendliche sind. Und der Grund, warum die ganze Straße voller Jugendliche war, ist, weil da ganz hinten ein Party ist. Da ist eine Vollfettdiskothek. Das war genau auf dem Weg hierher. Das ist vielleicht nur 200 Meter von hier entfernt, ist dieser Club. Und da sind die ganze Zeit am Saufen und am Flaschen hin und her schmeißen und sowas. Irgendwie habe ich Bock mitzufeiern, aber meine ganzen Sachen stinken und sowas. Und wohin mit meinen Sachen? Und ich muss fressen, ich muss Essen machen, unbedingt. Ich muss die erste warme Mahlzeit nach so langer Zeit bekommen. Das ist ganz wichtig. Aber ich hätte wieder Bock drauf, wieder so richtig zu feiern. Das muss wieder gemacht werden. Ich glaube, das mache ich demnächst wieder. Und ich muss dringendstens ein Video fertig schneiden, weil ich in den nächsten 2-3 Tagen schon wieder ein paar Tage weg bin. Ich bin immer nur am Arbeiten. So, guck mal, hier vorne ist dieser Spot, der Herr Goldmann navigiert hat. Ich werde hier nach einer geeigneten Stelle suchen. So, ich habe hier eine möglichst offensichtliche Stelle gefunden. Und zwar genau hier. Ich habe hier meinen Tarp aufgespannt. Direkt hier auf diesen einen Baum. Und genau, hier vorne ist Fußweg und da hinten ist noch ein Fußweg. Genau, und hier werde ich heute pennen. Und jetzt werde ich erstmal fressen machen. Es wird Zeit, dass mal was Warmes in meinen Magen reinkommt. Ach so, dieses portugiesische Chemikalienwasser, was hier in dieser Flasche hier drin war, das habe ich ja ausgekippt. Und hier war nur noch ganz wenig gutes Wasser drin. Und ich habe beide Flaschen im Flughafen aufgefüllt. Im WC. Bei diesem Wasserhähnen. Also wo man Hände wäscht und sowas. So, jetzt wird Fressen zubereitet. Oh Scheiße, meine Gaskartusche ist leer. Scheiße. Ja, nee, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Genau jetzt ist meine Gaskartusche leer. Es ist richtig, richtig, richtig scheiße, dass das hier jetzt leer ist. Aber guck mal. Ich habe zum Glück vorgesorgt. Und zwar, ich habe hier ein Dings, eine Brennpaste dabei für so einen Notfall. Und zwei, dieses hier. Ach, das muss man erstmal abmachen. Also zwei diese Dinger hier, die man hier zusammenstecken kann. Die kosten noch fast gar nichts. Und dann hier drauf und dann den Topf hier drauf. So, für den Notfall. Aber ich habe bisher noch nie Brennpaste benutzt. Ich weiß gar nicht, wie man das öffnet. Prüfen, wie das geht. So, ich glaube, man muss das aufhebeln, habe ich gerade auf Google gelesen. Das ist, oh ja, genau. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden, wie das funktioniert. Das ist das erste Mal, dass ich das mit Brennpaste probiere. Prüfen wir das, wie Brennpaste so ist. Naja, da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. So, man sieht, das dampft. Aber das hat extrem lange gedauert und das kocht immer noch nicht. Und was mich so ein bisschen sorgt, das sieht schon irgendwie, dass das so ein bisschen verbraucht ist. Das ist schon irgendwie zur Hälfte leer oder so. Und deswegen warte ich jetzt nicht, bis das kocht. Sondern werde sicherheitshalber jetzt schon diese Dingsnudeln hier reinmachen. Das sind portugiesische Nudeln. So, noch ein bisschen Salz reinmachen. Umrühren. Und ich merke, dass da so langsam weich kommt. Aber nur ein bisschen. Das muss doch weicher werden. Das muss weicher werden wie mein Kopf. Ich freue mich gleich auf die erste warme Mahlzeit nach so langer Zeit. Wir haben jetzt bestimmt, glaube ich, schon 2 Uhr oder so. Und so gegen 19 Uhr, glaube ich, habe ich das gefressen. Das ist das letzte Mal so ein Döner.
Ich muss mal rechnen. Ich muss sagen, fast 80 Stunden. Genau, wir haben jetzt 2 Uhr. Weil das war abends gewesen, so 18, 19 Uhr ungefähr. Also ich habe bestimmt seit fast 80 Stunden keine warme Mahlzeit mehr gegessen. Die warme Mahlzeit muss gefressen werden. So, obwohl das Wasser überhaupt gar nicht gekocht hat, so richtig, sind, glaube ich, die Nudeln fertig mit Wurst. Ich versuche mal, ob das klappt, dass man das hier ausmachen kann für morgen. Damit ich morgen die Nudeln nochmal erwärmen kann. Ob das funktioniert. Das wäre nämlich richtig geil, wenn das funktioniert, natürlich. Dass das dann aus ist. Ich guck mal. Ob es noch brennt. Es dampft zwar so ein bisschen, aber es scheint ausgegangen zu sein. Das sieht gut aus. Finde ich sehr gut. Dann kann ich das morgen nochmal benutzen zum Aufwärmen. Aber jetzt werde ich erstmal die Teller auffüllen. Den Scheißteller. So, ich habe gerade das Wasser ausgegossen. Und jetzt mache ich diese Nudeln rein. Das ist meine erste warme Mahlzeit nach fast 80 Stunden. Prüfen, ob die gut schmeckt. Scheiße, ich habe zu wenig Ketchup. Nee, es schmeckt scheiße. Ich bin unzufrieden. Das schmeckt irgendwie lasch. So anders. Bockwürstchen sind irgendwie nicht so knackig. So total, total matschig und total lasch. Und die Nudeln, die sind auch total lasch irgendwie. Also nicht so, wie man die sonst kennt. Vor allem die sind nicht so geschmacksintensiv. Das ist wie Mehl irgendwie, ich weiß nicht. Scheiße. Also nach so langer Zeit habe ich mir ein anderes Fressen vorgestellt. Also ich bin sehr, sehr unzufrieden mit diesem Essen jetzt. Die Nudeln wie so ein Mehl, als ob da irgendwie so, das ist so richtig mehlig irgendwie. Diese Bockwurst voll lapprig und so überhaupt nicht knackig und sowas, das... Nee. Kann ich nicht empfehlen. So sieht mein Schlafplatz in der Ich-Perspektive aus. Und mein Schlafsack ist immer noch feucht. Gute Nacht, bis morgen. Ich bin wieder wach. Und ich habe hier gepennt. Und guck mal. Guck mal, hier vorne liegen Muscheln. Das heißt, es kommt manchmal vor, dass das hier überflutet ist. Weil da hinten, da ist Wasser. Und weil hier sind überall irgendwie ganz viele diese Muscheln und sowas. Das heißt, diese Nacht habe ich Glück gehabt, dass ich nicht überflutet wurde. Dass ich hier nicht weggeschwommen wurde und sowas. Und die Sachen plötzlich wegpacken muss. Um da mich da oben zu retten, da hinten. Oder auf einen Baum klettern müsste oder so. Cool, oder? Also nicht so wie beim letzten Video, wo wir überflutet wurden. Und wir... auf so einer kleinen Insel gefangen waren und wir nicht wussten, wie wir wegkommen, ohne schwimmen zu müssen. Cool, oder? Richtig geil. Deswegen habe ich diese Nacht Glück gehabt. Und ach ja, ich habe gestern noch so ein paar Pfanddosen und Pfandflaschen gefunden. Ich werde die dann verkaufen und was, keine Ahnung, was holen. Vielleicht ein Bierchen oder sowas. Weil zu Hause habe ich ja noch ein bisschen Kleingeld, wie ich gestern gesagt habe. Und Pfand habe ich zu Hause auch noch. Und von daher... Hi. Und von daher, genau so mache ich das. Voll Fettschiff. Schiff mit Fett dran. Voll Fettschiff. So sieht mein Schlafplatz von dieser Perspektive aus, tagsüber. Hier habe ich gepennt. Und da hinten, da pennt auch noch jemand. Ich will das jetzt nicht unbedingt filmen und zeigen, aber da sind auch ganz viele Tabs irgendwie rübergespannt. Und das hat er so richtig verschlossen gehabt. Vielleicht pennen da noch mehr Leute drin, vielleicht Obdachlose oder so. Und da drüben habe ich gestern Abend auch noch jemanden zelten gesehen. Und von daher habe ich mich beschlossen, dass ich hier in der Mitte zelte. Also nicht zelte, sondern tapiere. Und ich finde das gut, dass dieser Tarp sich so schön mit den Bäumen vermischt, damit man mich nicht so schnell sieht von Weitem. Es hat irgendwie so ziemlich die Farbe wie dieser Baum. Weil nicht, dass dann irgendwie die Verkehrswacht oder so hier kommt
und dann hierher kommt und mich dann wegschickt, weil er mich gesehen hat. Mein Schlafplatz ist abgebaut und jetzt wird Essen von gestern warm gemacht. Na, ich glaube, das wären noch 2 Portionen, die ich gleich fressen muss. Frühstück ist fertig. Also Frühstück Portion Nummer 1 ist fertig. Boah. Das schmeckt so scheiße. Dass ich glaube, dass ich nur Portion Nummer 2 wegschmeißen würde. Es macht überhaupt keine Freude, diesen Fressen hier zu fressen. Diese portugiesischen mehligen Nudeln mit diesen portugiesischen lapprigen Bockwürstchen. Aber Frühstück muss sein. Oder eigentlich nicht, aber das hier, das werde ich wenigstens teilweise essen. Damit ich so ein bisschen was im Magen habe. Richtiges, versifftes Scheißessen. Leute, das Essen war so scheiße gewesen, dass ich den halben Teller auch noch weggeschmissen habe. Und meine Fingernägel, die sind so richtig ekelhaft lang und dreckig und sowas. Ich will die wegschneiden. Aber während der Reise, als ich meinen Nagelknips da rausgeholt habe, dann war da plötzlich kaputt gebrochen gewesen, sodass ich die Fingernägel die ganze Zeit nicht schneiden konnte. Und deswegen freue ich mich richtig darauf, wenn ich später zu Hause angekommen bin. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal die Fingernägel schneiden, duschen, meinen Kopf waschen. Genau. Und den Rest wisst ihr ja Bescheid, was ich dann mache. Und wisst ihr, was noch beschissen ist? Und zwar dieser Akku hier, diese Powerbank, die ist abgeraucht. Die ist eben gerade abgeraucht. Also vorhin funktionierte die noch, aber jetzt geht die überhaupt gar nicht mehr an. Gar nichts. Obwohl die fast voll war. Und ich glaube, ich werde Folgendes machen. Weil mich das gerade total ankostet mit dem Essen und den Nagelknipser und der Powerbank, dass diese technischen Geräte ständig kaputt gehen. Und dass ich immer noch nicht zu Hause bin, weil der Bus gestern zu voll und zu teuer war. Dass ich fast 80 Stunden keine warme Mahlzeit hatte und 50 Stunden gar nichts zu essen hatte. Und dass dann auch noch mein YouTube-Gehalt gestern nicht angekommen ist. Und heute natürlich auch nicht, sondern erst Montag wahrscheinlich. Werde ich darauf diese Pfanddosen und Pfandflaschen nehmen, die ich gestern auf dem Weg hierher gefunden habe, aus Zufall. Die werde ich mitnehmen, dann werde ich zum nächsten Laden hinlaufen, um mir dort ein Frustbier zu kaufen. Beziehungsweise ein Wartebier bis zum nächsten Zug. Ich glaube, genauso mache ich das jetzt. Und Leute, mir fällt auf, dass mein meine Regenschutz weg ist. Also dieser orangene, den ich über den gesamten Wagen rüberziehen kann. Der war eigentlich immer hier drin und der ist irgendwie weg seit der letzten Busfahrt. Also ich verstehe nicht, warum Flixbus das so gemacht hat, dass beim Buswechsel, dass die Sachen hin und her transportieren, anstatt dass man das als Kunde einfach selber transportiert, damit man ein Auge dafür hat. Jetzt ist mein Regenschutz weg, was mir auch irgendwie 20 Euro gekostet hat. Das ist scheiße. Die konnte man wirklich über den gesamten Wagen rüberziehen, damit ich im Regen rumlaufen kann. Also so eine Sachen regen mich total auf. Flixbus ist komisch, aber günstig. So, die Sachen sind gepackt und ich laufe jetzt zum Bahnhof, also da, wo mein Flix-Train kommt. Der kommt aber erst in 3 Stunden. Lokomotive! Kölnische Lokomotive! Vollfettbaum! Vollfettbaum! Baum mit Fett dran! Vollfettbaum! Guck mal, ich muss über diese Brücke da hinten rüber. Und da ganz hinten, da ist dieser Dom. Dieser Kölner Dom. Und direkt vor dem Dom, da ist dieser Kölner Hauptbahnhof. Ich werde gleich nach einem Biergeschäft suchen gehen. Und diese Sachen hier verkaufen und ein Bierchen kaufen gehen. Ein Wartebierchen, bevor mein Zug losfährt. Aber erstmal muss ich über diese Brücke rüber. So, ich laufe jetzt hier durch diese Brücke hier durch. Und hier sind überall alles voller dieser Schlösser und sowas. Und hier sind diese nervigen Züge und so. Die nerven hier rum. Hier vorne ist dieses Dom oder wie das heißt. Und da drüben, da ist dieser Hauptbahnhof. Da sollte es irgendwo ein Rewe geben. Ich laufe jetzt zum anderen Rewe
weil ich irgendwie zu blöd war, den Rewe Togo zu finden. Und weil ich keine Ahnung habe, ob die Preise dort teurer sind. Deswegen habe ich mich entschieden, zum anderen Rewe zu laufen, der irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, etwas mehr als ein halber Kilometer weiter weg ist. Der habe ich gerade navigiert. Ich bin, glaube ich, gleich da. Guck mal hier, ich habe den Rewe gefunden. Jetzt werde ich die Pfandflaschen verkaufen und neues Bier kaufen gehen. Wartebier. So, ich habe zwei Wartebierchen und ein Brötchen gekauft. Gebrost. Ich bin gerade dabei, zum Hauptbahnhof wieder zurückzulaufen. Gebrost. Die Fahrt dauert jetzt 3 Stunden. Hier vorne geht es zu einer weiteren bekloppten Mehrtagestour. Und da ist Dave Goldman auch dabei. Das müsst ihr euch alle geben, ganz sicher. Durch meine Zahnlücke passen 2 Euro-Stück durch.